Eine spannende Geschichte. Fast so spannend wie das Fußballspiel. Ich hoffe nicht. Das hier ist spannender. Die Technik. Ach, wir sind ja keine Profis. Wir improvisieren halt. Und seid deshalb ein bisschen nachsichtig mit uns. Ich hatte mir heute etliches für euch vornehmen wollen. Aber in Anbetracht der wieder üppigen Arbeit ist es dann so, wie es jetzt ist. Wir freuen uns, dass ihr euch zugeschaltet habt. Und ihr habt euch heute bestimmt schon ziemlich aufgeregt, denn Deutschland ist in der Vorentscheidung schon ausgeschieden. Und äußerst glücklos war das ganze Spiel. Ich habe ganz kurz vorhin mal gechannelt, was hat denn die geistige Welt dazu zu sagen? Und sie sagte, sei doch nicht traurig. Deutschland stand doch schon im Zenit. Weltmeister, viele andere Meisterschaften, bereits gewonnen. Ruhm und Ehren haben wir doch alle schon bekommen. Lob von der ganzen Welt, Anerkennung, Verehrung. Man kann das Glück nicht festhalten, sagte die geistige Welt. Im Gegenteil, man soll sich daran erfreuen, wenn andere Länder um den Sieg kämpfen. Das ist doch nichts Negatives. Man soll auch die Spieler nicht kritisieren. Sie haben nichts falsch gemacht. Sie waren einfach nicht so gut. Und ehrlich gesagt, wenn man Weltmeister ist, hat man einen extremen Leistungsdruck. Der Mannschaftsgeist, der Gruppengeist und auch der Landesgeist, so kam es mir jedenfalls vor, war in dieser Spielsaison nicht auf der richtigen Seite oder sagen wir mal auf der gewünschten Seite. Es fehlt irgendwie die Kraft, die Geisteskraft, der Gott. Der Gott, der so ein Spiel lenken kann. Der göttliche Geist, der hier als Schiedsrichter agieren kann. Er läuft mit, ist mit jedem Spieler unterwegs. Aber wenn der Spieler nicht in der Geistesreife ist, dass er das erkennt, dass er gar nicht der Macher ist, sondern dass Gott, sein bester Freund, neben ihm herläuft. Wenn der Spieler denkt, ich muss jetzt ein Tor schießen, ich muss jetzt zeigen, dass ich gut bin, weil das Außen das so von mir verlangt, dann ist er schwach. Dann wird er schwach. Man kann nur den Gruppengeist forcieren, den göttlichen Geist. Und dann kann man auch siegen, wenn es sein darf. Im Vorfeld muss man sich entsprechend verhalten haben. Ich finde, es ist viel zu viel materialistische Energie hier im Spiel. Die ist auch mitgelaufen. Werbung. Für Schuppen, für T-Shirts, für eine bestimmte Firma, die blau verpackt ist. Und mehr. Ist das nicht übertrieben? Wenn der göttliche Geist durch den materiellen Geist ersetzt werden soll, dann ist das keine Ausgewogenheit. Da fehlt die Liebe. Und wenn die Liebe fehlt, dann werden auch die Spiele so laufen, wie sie gelaufen sind. Glücklos. Nur wer mit Gott geht, wird sein Ziel erreichen. Tanja sagte was Interessantes. Die sagten, ja, die spielen ja in Russland. In Russland beherrscht man doch die Magie. Es ist ja gerade so, als hätte man die Spiele lahmgelegt. Man möge mir vergeben, ihr Lieben. Russischen Menschen. Aber
So abwegig ist das gar nicht. Man kann tatsächlich Menschen manipulieren. Und wir sollten alle daraus lernen, mit Gott zu gehen. Dann bin ich nicht angreifbar. Dann bin ich auf der Siegesstraße. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich werde nie ein Verlierer sein. Gott wird mich nie enttäuschen. Er lässt mich nie allein. Im Gegenteil, er beschützt mich, wo ich nur gehe. Er gibt mir die schönsten Inspirationen zum Leben, zu meiner Arbeit. Die Menschen müssen das nur erkennen, dass ohne Gott gar nicht alles gut gehen kann, nur mit Gott. Aber was ist das denn für ein Gott, von dem ich spreche? Der göttliche Geist in mir selbst, denn Gott ist in mir. Wir waren nie getrennt, wir sind einfach ein Paar. Und mit Gott ist alles ganz leicht. Ich erlebe das jeden Tag hier bei meiner Arbeit. Früher habe ich den Begriff abgelehnt. Oh, wenn ich in die Kirche gehen sollte, das hat mir alles nicht gepasst. Das war gar nicht meine Vorstellung. Ich habe schon immer gesagt, Gott ist doch in uns. Und heute weiß ich, als ich ohne Gott ging, da hat das Schicksal mich geprügelt. Mit Gott hat es mich verwöhnt, beschenkt, jeden Tag aufs Neue. Und letztendlich meine wunderbare Arbeit, Tanjas wunderbare Arbeit, die wir hier vollbringen, das sind wirklich jeden Tag Geschenke, wie sie uns nur Gott überreichen kann. Wer denn sonst? Gerade jetzt habe ich das Bild vor mir liegen. Tanja, ist das denn möglich, dass du mit der Kamera mal da drauf leuchtest oder vor die Kamera hältst? Da wir mit dem Handy aufzeichnen, Anne, kann ich das schlecht zoomen jetzt. Ich habe Angst, das zu bewegen. Aber mit der Kamera probier es mal, da anzuzoomen. Also, heute kam eine ältere Dame, angekrochen, könnte man sagen. Denn sie hatte so einen starken Beckenschiefstand und das Knie war total verdreht und das Bein war abgewinkelt. Sie konnte die Beine gar nicht nebeneinander legen. Der Beckenschiefstand betrug 5,5 cm. Und jetzt stand sie vor der OP, neues Knie. Aber das Becken war doch schief. Deswegen war doch das Knie ihr Leben lang fehlbelastet. Und so hat sie natürlich auch Kniearthrose bekommen. Ehrlich gesagt, als ich diese große Differenz sah, habe ich zu Tanja gesagt und zu den Zuschauern, ob wir das hinbekommen, das lassen wir uns jetzt mal lieber überraschen. Da, ja. Denn das ist unwahrscheinlich viel, weil das Knie ja so verdreht war. Kurz und gut, ich habe meine Handbewegung gemacht, meinen Geist auf sie gelenkt und sie ist perfekt gerade geworden. Sogar das verdrehte Knie hat sich nach innen gedreht. Sie konnte richtig laufen, ohne Humpeln, ohne schiefe Haltung, ohne verkrümmt sein und war obendrein noch schmerzfrei. Ja. Das macht Gott, wenn man an ihn glaubt. Aber nicht nur 10%, 20, 30, nein, 100. Ich empfehle euch, 100% Gott zu vertrauen. Wer Gott vertraut, kennt auch keine Angst. Der macht sich auch keine Gedanken. Muss ich mich schützen? Wo Gott ist, bist du geschützt. Und Gott wird dich von morgens bis abends beglücken. Es ist auch ganz einfach. Du musst nicht mehr an dir arbeiten, du musst auch nichts mehr lernen. Ja, vielleicht da und da mal ein Buch lesen. Für deine Seele etwas Gutes tun. Dich weiterentwickeln
zum Seminar kommen, das Heilen erlernen. Wer soll denn die Welt heilen? Das kann doch kein Politiker. Schaut euch doch das Außen an. Kampf ist Krampf. Gerade jetzt wollen sie gegen die geistigen Gesetze verstoßen. Statt Brücken zu bauen, wollen sie Mauern bauen. Das kann nicht funktionieren. Schaut euch mal den neuen Papstfilm an. Ein Mann, ein Wort. Oder der Mann seiner Worte. Ich bin begeistert. Ja. Er macht das wunderbar. Er gibt so viel Liebe ab. Das hat er mit der katholischen Kirche nichts mehr zu tun. Das sagt er doch selbst. Er sagt, ich kann die katholische Kirche nicht mehr repräsentieren. Sie spricht vom Teufel, von der Hölle, vom Satan, wo doch alles Liebe ist. Oh, dieser Film wird euch gut tun. Geht einfach mal rein. Wim Wender hat ihn gedreht. Ein deutscher Regisseur. Uns hat er sehr gut getan. Ja. Tut euch das an. So, ihr Lieben. Also, was ist mit dem Fußball? Leiden wir darunter? Nur wer will. Wir können genauso gut wohlwollend an die denken, die besser sind. Die diesmal das göttliche Glückslos gezogen haben. Wenn wir doch schon alles gehabt haben, dann müssen wir es den anderen gönnen. Und nicht denken, nochmal, das ist doch falsch. Das ist doch begrenzt. Das müssen die Menschen auch lernen. Und die fanatischen Fußballer, die jetzt Aggressionen loslassen, Kritik üben und meckern und maulen, was sie für Energien freisetzen, das hat das Land eigentlich nicht verdient. Wir müssen sogar für Niederlagen noch Danke sagen. Die Niederlagen sind Lernschritte, die bestanden werden müssen. Prüfungen. Wie gehe ich damit um? Sehe ich die Niederlage nicht als Geschenk an? Was ich aus dieser Niederlage, wenn man sie überhaupt so betiteln dürfte, ich sage das nicht so, aber ihr versteht es so. Wenn man das Geschenk darin erkennt, dass es uns nur auch abhärtet, ja, wir werden stärker, wir können mehr vertragen, wir leiden nicht mehr, wir haben auch keine Angst mehr, es stabilisiert uns. Niederlagen können wie Weihnachtsgeschenke sein. Ihr müsst das nur richtig verstehen. Und darauf kann man wieder neu aufbauen. Es ist ein Wechselspiel. Das Leben ist nicht kalkulierbar. Wir wissen doch nicht, was wir uns für Prüfungen gewählt haben. Es sind immer Überraschungen dabei. Unkalkulierbar. Aber wenn sie kommen sollen, dann sind sie da. Und jetzt gilt es, sich ganz blitzschnell darauf einzustellen. Und schon kann man Niederlagen als Siege betrachten. So sehe ich das. Vor Jahren bin ich einmal über die Landesgrenze Schweiz nach Deutschland gefahren. An der Grenze direkt, gerade ein paar Meter auf deutschem Boden gefahren, schließt sich mein Halschakra zu. Ich sage zu meinem Beifahrer, oh, dreh bitte nochmal um. Wir müssen nochmal zurückfahren in die Schweiz. Ich will das nochmal beobachten. Warum geht mein Halschakra zu, wenn wir deutschen Boden befahren? Und so haben wir noch eine Wendeaktion gemacht, sind wieder zurückgefahren und tatsächlich in der Schweiz ging mein Chakra wieder auf. Und so habe ich dann erlebt, wie belastet unser Land ist. Ich bekam ja kaum Luft unmittelbar hinter der Grenze. Und da ich ein Medium bin, habe ich natürlich geforscht. Was ist hier los? Da meldete sich bei mir der Landesgeist, Hermann der Karuska.
ihr ihn? Habt ihr schon von ihm gehört? Befreier Germaniens nennt er sich doch. Und er hat einen 3 Kriege gewonnen. 9 nach Christus. Und man hat ihm das Hermannsdenkmal in Nordrhein-Westfalen errichtet. Als Erinnerung, als Verehrung. Auch der Teutoburger Wald spielt dabei eine Rolle. Und dieser Hermann sagte zu mir, ich bin euer Landesgeist. Mir habt ihr es zu verdanken, dass es die deutsche Sprache gibt. Oh, ich war überrascht, so eine Begegnung. Ich wäre nie auf so etwas gekommen. Und der Landesgeist zeigte sich mir wie ein Puzzlespiel. Lauter Einzelteile, die noch zusammengesetzt werden müssen. Tanja, ich brauche mal was zu trinken. Entschuldigung. Und ich habe das blitzschnell zusammengesetzt, das war ganz leicht, und habe ihn dann erschaffen. Und da sehe ich doch einen älteren Herrn im Lehnstuhl sitzen und schaukeln. Er sah ziemlich müde aus. Er stellte sich mir vor, ich bin Hermann, euer Landesgeist. Und ich sagte noch zu ihm, wieso hat unser Land so eine schlechte Energie? Da sagte er, das ist doch das Sündenbock-Syndrom. Ihr seid doch noch nicht frei. Ihr müsst erst befreit werden. Ich sagte, wer kann denn das machen? Da sagte er, du machst das jetzt. Ich bin rechts rangefahren, habe mich hingestellt und habe meine Heilenergie über unser Land ausgedehnt. Und unser Land trauert jetzt gerade. Politisch, Fußball, alles zusammen. Und ich bin der Meinung, dass ich jetzt einfach mal über den Landesgeist Hermann unser Land heile. Darin ist alles inbegriffen, was jetzt das Land so richtig beutelt. Vor allen Dingen das Sündenbock-Syndrom. Wir sind nicht verantwortlich für irgendwelche Vorgeschichten. Nein. Unser Land darf ganz neu werden und sein ganz neu, mit neuen Energien, mit neuen Kräften, befreit. Nicht in der Zwangsjacke, nein. Niemand ist verantwortlich für irgendetwas, was geschah. Es gibt keine Zufälle im Leben. Es war eine Karma-Arbeit. Eine Verabredung von Seelen, die diese Lernschritte erleben wollten. Und dafür gab es ein ausführendes Organ. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Es ist, wie ich es sage. Und jetzt befreie ich die Menschen in unserem Land und auch die, die jetzt hier hergeführt wurden, was auch nicht zufällig so ist. Sie gehören zu uns. Und wir werden sie lieben. Und dadurch auch heilen. Unser Land, unser schönes Deutschland. Der Deutsche ist ein Atlant. 960 vor Christus gab es einen Inselstaat, die Atlanten. Und diese Insel ist leider untergegangen durch eine Naturkatastrophe. Aber man hat Aufzeichnungen gefunden, wo drin steht, dass die Deutschen die Atlanten sind. Ein Volk, ein Arbeitervolk. Wir haben Kriege geführt ohne Waffen.
aus der Reinheit unserer Gedanken, aus der mentalen Kraft, aus einer Friedensenergie. Wir haben niemandem Schaden zugefügt. Es diente alles dem Frieden. Und die Atlanten sind Heiler. Sie heilten das Volk, das Land, die Länder. Sie hatten damals schon die Weltenheilung im Fokus. Und wir Deutsche sind doch dieses Arbeitervolk. Wir haben doch dieses göttliche Herz am rechten Fleck. Und diese Hilfsbereitschaft, die Hand zu reichen, wenn jemand in Not ist. Und davon dürfen wir nicht abkommen. Wir bauen keine Mauern, sondern Brücken. Alles, was ich Negatives tue, kommt auf mich zurück. Das werden die in der Politik noch sehen. Was sie da jetzt sehen, werden sie ernten. Und wenn unser Land so positiv schwingt, wenn das Ego besiegt wird und die Menschen die Energie fließen lassen und dankbar sind für das, was sie haben, und nicht Angst haben, dass ihnen jemand was wegnimmt. Was weggenommen wird, hat einem auch nie gehört. Dann kann Frieden kommen. Der Weltenfrieden soll von Deutschland eingeleitet werden. Das war eine Botschaft schon vor Jahren, die mir die geistige Welt einmal sandte. Und das soll eine Frau verkünden, den Weltenfrieden. Und ich glaube fest daran. Jede freie Minute senden wir Energie in die Welt, in Krisengebiete, wo die Menschen leiden, wo noch Hungersnöte sind, Kriege geführt werden. Wenn ihr euch alle beteiligt, dann wird es immer mehr und immer besser werden. Und so schaffen wir den Frieden. Wir Heiler sind für den Frieden zuständig. Kein Politiker kann das schaffen. Ich wünsche mir für die Politik eine Bewusstseinserweiterung, ein spirituelles Reifen, eine Politik mit dem Herzen, nicht mit dem logischen Verstand. Ja, das sind nur Sackgassen. Das Leben ist nicht kalkulierbar. Aber wenn ich es liebe und diese Liebe weitergebe, dann kommt der Frieden. Der Frieden kommt in die Menschen. Und der Mensch sendet diese Liebe aus an sein Umfeld, an seine Stadt, das Land und die Welt. Ich glaube an den Frieden. Und der Glaube gibt mir auch die Kraft, so zu denken. Ich glaube auch an die Heilung. Jeden Tag, wenn ich hier Menschen heile, glaube ich an die vollkommene Heilung. Eigentlich vollbringe ich sie auch. Aber der Mensch braucht manchmal noch ein bisschen, bis er sich dessen bewusst wird. Wir geben ihm die Zeit. Ansonsten muss ich sagen, so beglückend, wie die Rückmeldungen bei uns sind, durch unsere Heilarbeit, wenn wir abends fertig sind nach einem erfüllten Tag, dann erleben wir die Glückseligkeit. Stimmt's, Tanja? Stimmt, Anne. Ja. Wenn wir den Tag Revue passieren lassen, dann stellen wir fest,
wie glücklich wir doch sind, so etwas Wunderbares tun zu dürfen, zu heilen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu meinem wunderbaren Hermann, dem Cherusker. An diesem Tag, als er mir begegnet ist, habe ich Deutschland gereinigt. Und seither hat das Land eine andere Schwingung. Mir geht kein Chakra mehr zu, im Gegenteil, es bleibt immer offen. Und die Landesenergie hat sich angehoben. Deshalb gibt es auch hier so viele Heiler. Tausende schon, die zum Unterricht kommen, die bei uns lernen. Es werden immer mehr. Es setzt sich fort. Und das ist natürlich eine Bestätigung, dass wir das alles richtig machen. Schließt euch einfach an. Und öffnet euer Herz und lebt eure Potenziale. Heilen kann jeder. Aber die materielle Welt hat uns von diesem wunderbaren Geschenk des Himmels weggetrieben. Und wir Lehrer sind entsandt, um euch wieder den Schlüssel zu überreichen, dass ihr eure Tür zum Heilwerden und zum Heilen helfen, dass ihr diese Tür wieder öffnen könnt. Und dabei machen wir es euch leicht. Wir haben viele Seminare zusammengelegt und es geht wirklich fließend mit der Ausbildung. Denn wir Heiler sind ja die Medizin der Zukunft. Oder sogar die Zukunft der Medizin. Denn immer mehr Ärzte kommen zum Lernen. Und das ist ein großes Kompliment. Und das freut uns natürlich. Heilen. Und wir Heiler werden gebraucht wie nie zuvor. Danke euch. Schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ich habe mir vorgenommen heute. Ich dachte, du bist schon fertig, Anne. Wie bitte? Ich dachte, du bist schon fertig und wollte mich verabschieden. Ja? Ja. Ja, ich sag's nur für so eine kurze Zeit. Oder? Wir sind schon eine halbe Stunde dran. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, du kannst gerne noch. Habe ich denn machen. Nicht noch Versprechungen gemacht? Ja, dann aber los. Ach, danke, Tanja. Weißt du, wenn ich einmal anfange zu reden, dann vergesse ich die Zeit. Tanja, dann machen wir noch eine Heilung für die Menschen, die Stress haben, Ärger haben, Kummer, Sorge, Leid, das ganze Paket, Disharmonie in der Familie, auf dem Arbeitsplatz. Mobbing ist auch so ein Wort. Was muss man denn da heilen? Auf der emotionalen Ebene. Nicht nur am physischen Körper. Auch wenn ich die Hände am physischen Körper auflege, heißt das nicht, dass ich den physischen Körper behandle. Zum Beispiel bei der Wirbelsäulenbegradigung. Da arbeite ich gar nicht am physischen Körper, aber der physische Körper zeigt mir das Resultat. Da arbeite ich auf der Geistesebene. Der physische Körper ist nur das, was wir sehen. Aber wir haben auch einen Energiekörper, einen Emotionalkörper, einen Mentalkörper und einen Seelenkörper. Und in unserem Drüsensystem sind alle diese Körper vereint. Und in der letzten Zeit stelle ich fest, dass durch die Übertechnisierung, durch die Verstrahlung, durch den Elektrosmog, durch die Computertätigkeiten, die Technik, die Scannerkassen,
Es sind ja überall Funkwellen um uns herum, den ganzen Tag. Dass da das Drüsensystem völlig durcheinander gerät. Und wenn da ein Kurzschluss ist, wird der Mensch natürlich krank. Burnout, kennt ihr doch, die Modekrankheit. Davon ist doch jeder betroffen. Tanja, ich muss dich mal rufen. Bring mir doch mal die Büste mit den schönen Anhängern. Was macht man da? Puh, Psychopharmaka verschreiben ist wohl nicht der richtige Weg. Sondern ich helfe euch jetzt, indem ich eure Zirbeldrüse, die Epiphyse, heile. Weil sie ist eine hochsensible Drüse. Wenn sie streikt, dann produziert die Schilddrüse nicht richtig die Hormone, kommt in die Unterfunktion und die ganzen Drüsen sind davon betroffen. Die Zirbeldrüse wird jetzt von mir aktiviert. Sie produziert das Melatonin, das Schlafhormon, das Serotonin, das Glückshormon. Und wenn jemand den ganzen Tag am Computer sitzt, die Zirbeldrüse ausfällt, wie stark wird sein Stimmungsbarometer dann nach unten gehen? Das können wir uns doch denken. Burnout, die Diagnose. Aber wer hilft denn da? Niemand. Weil kein Arzt weiß den Sinn. Warum ist das so? Er achtet auch gar nicht darauf. Dann können Sie noch so moderne Geräte, Technik, CT, MRT und so weiter. Sie können doch gar nicht feststellen, wie die Drüsen funktionieren. Und was das für eine Bewandtnis hat, wenn sie durch strahlenden Einfluss sind. Die haben ja kein Wissen darüber. Die kennen die Gefahr der Strahlen nicht. Aber ich kenne mich damit aus. Bei mir geht kein Mensch raus, ohne dass ich nach bei der Heilarbeit die Drüsenfunktion in Harmonie stelle und sogar eine Manifestation daraus mache. Und das mache ich jetzt bei euch auch. Egal in welcher Talsohle ihr hängt, auch finanziell, Notlage, da, dort, Partnergeschichten, Kinderprobleme und so weiter. Ich werde über die Drüsen bei euch eine solche Heilung erreichen, dass sich sogar euer ganzes Umfeld verändern kann. Seid ihr bereit? Ich bin es. Heilung eurer Drüsen, eurer Schaltzentrale für die körperliche Funktionalität. In Vollkommenheit. Ich beginne jetzt. Wer nun zu Hause sitzt, kann die Hände öffnen, auf den Schoß legen. Und wenn ihr die Augen schließt, dann werdet ihr die Energie spüren, die ich um euren Kopf herum sende. Und dann, wenn die Zirbeldrüse richtig funktioniert, die Hypophyse, Hypothalamus, Schilddrüse und Thymusdrüse. Ich gehe runter auch bis zur Bauchspeicheldrüse. Wir wünschen uns die vollkommene Heilung in unserem gesamten Drüsensystem.
Damit erfrische ich auch euren Geist, eure Konzentrationsfähigkeit, eure Kommunikationsfähigkeit. Es öffnet sich auch euer Halschakra. Eure Durchsetzungskraft, eure Selbstsicherheit, euer Selbstbewusstsein, euer Selbstwert, die Wertschätzung euch selbst gegenüber als gottbewusster Mensch. Und auch euer Kopf wird frei. Und die Kopfschmerzen dürfen euch verlassen. Und ich dehne es aus bis zum Atlaswirbel. Im Moment bekommt er seine perfekte Position. Bei Menschen, die noch nicht bei mir begradigt wurden, haben den Atlaswirbel noch meist nach vorne gekippt, weil sie auch so arbeiten. So schauen sie aufs Handy. Immer nach vorne gebeugt. Und nach der Begradigung der Wirbelsäule sitzt der Atlas endlich in der richtigen Position. Und jetzt korrigiere ich bei euch den Atlas. Dann ist die Kopfdurchblutung gewährleistet. Ich schaue auch nach euren Ohrgeräuschen. Ich bekomme gerade die Impulsgabe, auch nach euren Organen zu schauen. Es bleibt also nicht nur bei den Drüsen, sondern eure Organe soll ich heilen. Vor allen Dingen die Leber, das Ärgerorgan. Bei vielen von euch hat es die Mundwinkel nach unten. Das Leberchen, es ist traurig. Ich mache es glücklich. Stellt euch vor, eure Leber, sie freut sich. Sie lächelt, sie lacht. Ihr habt auch gar keinen Ärger mehr. Keinen Frust, keinen Kummer, keine Sorgen. Wozu auch? Gott in euch. Nehmt euch doch diesen Kummer ab. Lernt den Gott in euer Leben zu integrieren. Ihr wisst einfach, er ist da. Beten braucht ihr auch nicht. Ihr braucht nicht an euch arbeiten. Ihr müsst einfach wissen, dass er da ist. Er kümmert sich um euch. Er ist der treueste Freund, den man sich nur wünschen kann. Ich schaue mir noch eure Nieren an. Die Nieren sind Partnerorgane. Rechte Seite männlicher Aspekt, linke Seite weiblicher Aspekt. Bei den Menschen, die ich hier täglich betreue, sehe ich oft, dass nur eine Niere richtig fleißig funktioniert. Eine andere ist beleidigt, gekränkt, verletzt durch Schocks, durch Traumatisierungen, auch Narkoseschocks, Impfschocks. Und meine Aufgabe besteht darin, die Nierchen, die Partner, die mir die Liebe signalisieren, in einer Partnerschaft, dass ich die wieder zusammenführe, in Harmonie bringe. Und dann entgiftet ihr richtig, entschlackt ihr, entsäuert ihr. Ihr fühlt euch wie neugeboren.
um strahlenfrei zu bleiben. Tanja hat mir gerade ein klitzekleines Sortiment gebracht und ich habe hunderte davon. Braucht ihr nur einen Strahlenschutzanhänger von mir tragen. Ich werde die nächste Woche Bilder machen. Die stelle ich dann auf Facebook aus, ja? Dass ihr seht, was wir für schöne Anhänger haben. Die sind von mir programmiert. Wer so einen Anhänger trägt, hat so eine Aura. Bis 50 Meter. Daniel Goulart, ein italienischer Wissenschaftler und Professor, der auch subtile Energien erforscht hat, also feinstoffliche. Er hat Fotos gemacht von Menschen, die meinen Anhänger getragen haben, vorher und nachher. Und dann sieht man diese unfassbare Ausdehnung, wie die geistige Welt uns beschützen will. Und ein Heilstein, er hat ja schon die Funktion zu heilen. Für Männer, für Kinder, für alle ist das Richtige da. Wir schicken es euch auch gerne zu. Preis, Kinder 15, Erwachsene 25 Euro. Für immer, einmal für immer. Und wenn wir schon vom Heilstein sprechen und von der Entstrahlung und Entstörung, dann mache ich das doch nochmal. Befreie euch von allen Strahlen, die ihr in diesem Leben gesammelt habt. Technik, Computer, Handys. Röntgenbilder, CT, Ultraschall, MRT, Mammographie. Das ist ja eine Misshandlung des Menschen. Man kann es nicht anders nennen. Die Menschen werden gnadenlos in eine Mikrowelle gesteckt, so nenne ich das. Muss ein Kontrastmittel trinken. Hinterher sind sie schwer krank, wurden krank gemacht. Mammographie löst Brustkrebs aus. Kinder, ihr müsst wachsam sein. Passt auf euch auf. Es ist wirklich so, dass das, was man sich unter Heilung vorstellt, oft die Gefahr ist. Und hier lauert die größte Gefahr. Ich habe in einem anderen Film schon gesagt, dass ich eine 500-prozentige Impfgegnerin bin. Mich kann auch keiner überzeugen, dass so etwas jemals Sinn gemacht hat. Statistiken sagen das Gegenteil. Das ist alles nur fauler Zauber. Milliardenschwer. Vergiftungen durch Metalle. Aluminium, Quecksilber, Nickel. Ich will es gar nicht alles aufzählen. Ich habe doch hier die Opfer. Und wenn einer denkt, ich rede das nur so daher, dann soll er doch zur Heilung hier mal herkommen. Er braucht ja nur mal einen Tag mir über die Schultern schauen. Und er wird sich entsetzt abwenden, was wir hier für Impfschäden haben. Jeden Tag. Lest nach bei Impfen, Nein, Danke. Schaut euch die Filme an. Es gibt genug Information. Und wenn noch in der Schule oder im Kinderhort gesagt wird, das Kind muss geimpft werden, sonst nehmen wir es nicht an. Wehrt euch. Dennoch nicht haben wir das Impfgesetz erschaffen bekommen. Nein, es ist noch nicht da in Deutschland, in anderen Ländern schon. Aber durch die Querelen in der Politik hoffe ich doch, dass das noch lange, lange bleibt und vielleicht gar nicht erst so weit kommt, dass man uns zum Impfen zwingt. Es ist ganz wichtig, dass wir kämpfen. Meine Heilkarte kann die Impfgifte umwandeln
und so neutralisieren, dass sie nicht mehr Schaden zufügen. Ich wandle auch die Metalle um und leite sie aus. Man kann das nur mit Energie machen. Es ist nicht möglich mit Homöopathie, sonstigen Dingen. Der Weg ist zu kompliziert. Wir Heiler können das heilen, wenn wir das Wissen haben. Und diese Heilkarte hat das Wissen. Neue Energiemedizin, Impflöschung, Befreiung von Impfgiften und Schwermetallen, Heilung bis auf der zellularen Ebene. Es ist wirklich meine Erfindung. Ich habe Monate dazu gebraucht, um sie so fertigzustellen, wie sie jetzt ist. Und die Energie fließt. Ich lasse euch das jetzt spüren. Jeder, der auch mal als Kind geimpft wurde, es kann uralt sein. Trotzdem, die Impfgiftinformation ist noch da. In jeder Zelle. Die Zelle vergisst das nicht. Es war ein Angriff auf die Zelle. Und dort muss die Impfung gelöscht werden. Stellt euch vor, wie diese Energie in euch eindringt. Jede Zelle in euch erreicht. Jedes feinste Molekül, jedes Atom. Und dann wird euer Körper lichtvoll durchflutet. Und der ganze Impfspuk ist überwunden. Ja, es ist eine Rettungsaktion. Es gibt aber ein Aber. Auch wenn schon so viele Anrufe sind und jeder will meine Karte haben, bin ich noch nicht sicher, wie ich das mache. Denn manche sagen, ja, das ist ja ganz einfach, da kann ich mein Kind jetzt impfen lassen und dann bestelle ich dir bei dir die Karte und lösche es wieder. Das kann ich so nicht vertreten. Ich möchte verhindern, dass die Kinder geimpft werden. Deshalb wende ich die Karte erstmal nur bei den Menschen an, die zu mir kommen. Versteht ihr mich bitte? Wenn die Impfpflicht nicht kommt, dann dürft ihr damit rechnen, dass ich euch meine Karte zur Verfügung stelle. Energiemedizin. Die Medizin der Zukunft. Der Mensch ist ein Energievehikel, so steht es in den Fachbüchern, ein Energiegebilde. Er kann nur mit Energie geheilt werden. Der Mensch ist ein feinstoffliches Wesenchen, grobstofflich, mit Pillen, mit Tabletten und dann die Nebenwirkungen. Die Zeit wird kommen, wo wir entsetzt sind, dass wir das jemals mit unserem Körper gemacht haben. Pillen gegessen haben. Ja, hoffentlich ist es da nicht schon zu spät. Werdet wach, ihr Lieben. Passt besser auf euch auf. Glaubt nicht alles, was da so empfohlen wird. Und in diesem Sinne freue ich mich auch auf liebevolle Rückmeldungen von Heilungen, die heute Abend Erfüllung erfahren haben. Wir planen
uns öfter zu sehen. Tanja hat schon gesagt, mindestens einmal im Monat. Genau. Jedes Mal mit neuen Themen. Und die Tanja. Wir sagen euch. Was machen wir? Wir sagen euch. Tschüss, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Und einen wunderbaren Heilverlauf. Und ein positives Leben. Nichts kann euch erschüttern. Jeder Tag ist ein Glückstag für euch. Und die vielen Kranken. Denkt euch bitte gesund. Ihr seid das, was ihr denkt. Und wenn ihr richtig denkt, dann kommt die Heilung. Nach der Wirbelsäulenaufrichtung, nach der Begradigung, nach der Herstellung der göttlichen Ordnung in euch, erfüllt sich die vollkommene Heilung. Macht eure Termine und kommt. Wir sind für euch da. Alles, alles, Liebe. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.